Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt schon, ich habe das fünfte Mal auf Rekord gedrückt. Ich habe fünfmal hier schon in die Kamera gequatscht und habe dann immer wieder abgebrochen, weil dieses Thema einfach so super schwierig ist. Und zwar geht es heute um die Pflegereihe von Cheyenne. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Inc. Area. Die meisten Leute wissen es, ich schreibe mir keine Skripte, ich hänge mir keinen Teleprompter vor der Kamera, ich rede da aus dem Bauch heraus, ich erzähle euch meine Eindrücke, so wie ich das für richtig halte. Ich habe wirklich versucht, irgendwie positive Sachen zu finden, aber es ist für mich einfach super schwierig. Zumal ich, wenn ich ein Produkt zugeschickt bekomme, ich weiß, das wird demnächst aufhören, denke ich mal, weil warum sollen mir die Leute was zuschicken? Denn einfach mal hinter ihrem Produkt stehen, einfach mal, wenn man eine Frage stellt, eine professionelle Antwort zu bekommen, ist ja heutzutage einfach überhaupt nicht mehr möglich. Man bekommt Texte zurück, das sind einfach nur Marketingtexte, man wird indirekt, ja, wie findet man das denn? Wenn man eine Frage stellt und überhaupt nicht auf die Frage eingegangen wird, sondern man bekommt als Antwort einfach nur, ja, 20, 30 andere Tätowierer finden das total toll oder ja, 20 oder 30 Tattoo-Künstler, Tattoo-Artists finden das super toll und solche Fragen, wie ich gestellt habe, sind noch nie gekommen. Das finde ich im Großen und Ganzen, finde ich solche Aussagen immer sehr, sehr schwierig. Aber ich bekomme diese Aussagen so oft und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, über welche Produkte es sind. Es gibt so ein, zwei Händler, da kann man fragen. Ich habe zum Beispiel Tattoo-Med eine Nachricht geschrieben und habe gefragt, warum habt ihr auf Alkohol verzichtet? Denn bei diesem Tattoo-Finish zum Beispiel, dort, der schäumt nicht so wunderschön. Aber Tattoo-Med hat auf Alkohol verzichtet, der für diesen Schaum zuständig ist. Also muss man irgendwie abwägen. Aber man möchte ja gerne diesen Alkohol da raus haben im Jahre 2023. Und als Antwort habe ich bekommen, oh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und dann habe ich einen Text bekommen, wo ich meine Antworten bekommen habe. So hätte ich mir das zum Beispiel auch gern gewünscht. Denn wir fangen jetzt einfach mal an. Ich könnte jetzt diese Produkte nehmen, lese euch vor, was da in der Beschreibung steht oder ja auf der Internetseite von Cheyenne, was da drauf steht und könnte euch das vorlesen. Dann wäre das Video beendet und alle wären glücklich. Das bin ich aber nicht und ich kann das auch nicht. Ich möchte das einfach ich habe ein Tattoo-Studio und ich bin auch gut besucht und habe ordentlich zu tun und mache das auch nicht erst seit 3-4 Jahren. Ich mache das auch schon länger und ich erzähle euch einfach nur in meinen Worten, wie ich, wenn solche Produkte bei mir ankommen, wie ich damit umgehe. Ja, also ich lese euch da nichts vor, sondern erkläre euch und dann sage ich euch meine Meinung darüber. So, ich denke, so funktioniert das am besten. Also, fangen wir an. Ich habe das Paket von Cheyenne zur Verfügung gestellt bekommen. Vielleicht ist es auch das letzte, was ich bekomme, aber egal. Ich habe diese Produkte bekommen, sie sind mit einem Paket angekommen. Ich wusste schon vorher, dass es solche Produkte geben wird, denn ich war letztes Jahr beim Factory Day in Berlin bei Cheyenne, so Blick hinter die Kulissen und das Videomaterial habe ich übrigens noch, aber ich weiß ich noch nicht, ob ich euch das zeigen möchte. Das nur mal am Rande. Also dort wurden schon mal diese Produkte vorgestellt. Und als ich da im Zelt gestanden habe, da habe ich so bei mir gedacht, na hoffentlich wird das nicht so wie die Tattoo-Farben. Die Kenner unter euch wissen bestimmt, was ich jetzt meine. Aber ich bin an dem Tag auch nicht weiter drauf eingegangen. Ich hatte das so am Rande gesehen und dann war gut. Mittlerweile haben diese Produkte es auch zu mir gefunden und ich danke Cheyenne, dass ich es probieren darf. Ich hätte sie mir auch kaufen können, aber ich habe sie kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der zu allem Ja und Amen sagt. Ich kann das einfach nicht. Was wirklich gut ist, das erzähle ich auch und auch mit Emotion. Und was halt wirklich nicht gut ist, das erzähle ich auch mit Emotion. Und es ist ja auch nicht alles schlecht. Also fangen wir mal an. Jetzt kommt dieses Paket kommt bei mir an. Ich schaue mir das alles so an und habe ja gleich ein Insta-Short gemacht
Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil hier so viel Zeugs ist, was sich für mich einfach nicht selbsterklärend angeschaut hat. Oder für mich war es nicht selbsterklärend. Also habe ich versucht, hier irgendwas zu lesen. Und es war halt alles auf Englisch. Und deswegen habe ich ja meinen Insta-Short gemacht über warum, wenn es ein deutsches Produkt ist, in Deutschland hergestellt, warum kann man das nicht in Deutsch raufschreiben? Dazu kommen wir aber gleich nochmal. So, jetzt habe ich mir das angeschaut. Okay, hier die Tattoo-Butter, die kam hier an, weiß ich Bescheid. Dann haben wir hier Stencil-Flüssigkeit, Flüssigkeit. So, Stencil-Flüssigkeit war mir klar. Dann haben wir hier einen Cleaning-Schaum, wusste ich auch Bescheid, gar kein Problem. Haben wir hier diese drei Sachen. So, dann kam hier ein Miracle-Öl, da wusste ich schon mal überhaupt nicht, was mit anzufangen. Und wir haben hier ein Tattoo-Anker. Wusste ich auch nichts mit anzufangen. Habe ich versucht, hier drauf zu lesen. Hier steht gar nichts. Außer, dass in einem Pflegeprodukt die Inhaltsstoffe länger sind als meine Einkaufsliste für einen Wochenendeinkauf. Und ich bin auch der Meinung, dass wir im Jahre 2023, achtet mal drauf, wenn ihr im Supermarkt steht, dann stehen die Leute an ihren Produkten und schauen auf die Inhaltsstoffe. Und wenn da Sachen drin sind, wie Palmöl oder, keine Ahnung, Alkohole und so weiter, dann stellen die Leute das wieder zurück. Und nicht, weil da Alkohol drin ist oder so. Vielleicht ist das ja auch gutes Alkohol. Es gibt ja auch gute Alkohole in Pflegeprodukten oder im Essen oder was auch immer. Aber es gibt halt auch negative. Aber man stellt es halt zurück. Hier kann man halt einfach überhaupt nichts lesen. Außer designed für Artisten und development by medical experts. Mein Englisch. Entschuldigung dafür. Jetzt habe ich aber diese Sachen hier. Ich sag mal, die drei Produkte hier für Stencil beim Tätowieren nach dem Tattoo. Zum Tattoo sauber machen. Das hier, Pflegeprodukte. Gebe ich vielleicht den Kunden mit oder nutze ich direkt hier im Studio. Was fehlt denn hier zwischen? In meinen Augen fehlt hier Tattoo-Finish dazwischen. Ich nutze schon unheimlich lang, nutze ich Tattoo-Pflaster. Aber wenn ich ein Tattoo-Pflaster nutze, wie muss die Haut beschaffen sein? Sie muss trocken sein, sie darf nicht fetten. Ja, weil jeder weiß es, Pflaster und Fette funktioniert nicht so richtig. Also Instagram auf, tak, 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 hingeschrieben zu Cheyenne. Hab gefragt, wie sieht's denn aus so mit Tattoo-Finish für ein Pflaster? Was soll ich denn da eurer Meinung nach nutzen? Dann habe ich eine Nachricht bekommen, ich solle das Cleansing und das Miracle-Öl als Tattoo-Finish betrachten. Gut, dachte ich mir. Dieses Miracle-Öl als vor dem Pflaster, das sagt ja schon der Name, dass das nicht funktionieren kann. Funktioniert auch nicht. Dann habe ich vielleicht mit dem Cleansing, habe ich damit vielleicht mehr Erfolg, dass ich damit das Tattoo wirklich sauber und trocken bekomme, dass ich mein Pflaster kleben kann. Wenn ihr dieses Cleansing auf euer Tattoo rauf macht, dann schäumt das so extrem und ihr bekommt das auch nicht einfach mal so mit der Hand weggewischt oder so. Ihr müsst mit einem Tuch, müsst ihr das komplett wieder runterziehen von der Haut. Und wenn ihr dann versucht, ein Pflaster zu kleben, funktioniert das nicht, weil es so leicht fettend ist. Obwohl hier Benzylalkohol drin ist, was eigentlich zu den, ich weiß nicht, muss ich lügen, 26 schlechten Alkoholen gehört oder so. Auf jeden Fall dieses Benzylalkohol sorgt dafür, dass die Haut austrocknet und das kann man natürlich wieder gegenwirken, indem man dieses Glycerin nimmt, glaube ich. Ich nagelt mich da nicht fest, ich bin kein Mediziner oder irgendwas anderes. Ich hatte bloß auf die Inhaltsstoffe geschaut und hatte dann hier Benzylalkohol und irgendwo hat man das ja mal gehört, dass das vielleicht nicht ganz so gut ist. Also habe ich hier die Google-Maschine angeschmissen und habe mal nachgeschaut und es ist nicht unbedingt sehr gut. Allerdings ist das in so vielen Produkten drin, dass wir das sowieso schon zu uns nehmen. Und Cheyenne hat auch dazu zu mir geschrieben, dass man eine allergische Reaktion auf eine Erdnuss oder so ist die Wahrscheinlichkeit viel höher als eine Irritation der Haut durch Benzylalkohol oder so. So war dann ungefähr die Aussage. Aber mir hat halt einfach dieses Tattoo-Finish dazu gefehlt. Dann habe ich das ausprobiert hier mit dieser Stencil-Flüssigkeit. Ich war am Anfang tatsächlich skeptisch, weil es ist wie Wasser. Ja, ich habe es dann auf die Haut aufgetragen. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr es nutzt, ganz wenig. Wirklich nur ganz, ganz wenig. Es zieht auch nicht wirklich in die Haut ein. Ihr behaltet einen flüssigen Film oben auf der Haut und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ihr das Stencil rauflegt, dass es dort drunter verschwimmen wird. Tut es aber nicht. Also es ist wirklich stabil. Ja, die alten Hasen von euch, die kennen ja sicherlich noch Detol. Das war ja auch so super flüssig.
flüssig. Aber es hat halt auch gut funktioniert. Und der Abdruck war auch vernünftig. Und das ist hier bei diesem Stencil-Flüssigkeit auch der Fall. Wenn ihr es einreibt, ihr müsst auch nicht unheimlich lange einreiben. Das geht relativ fix. Ihr macht es ein bisschen rauf, ihr reibt ein bisschen rüber, legt euer Stencil rauf, drückt es etwas an und zieht das Stencil-Papier wieder runter. Ich nehme dann immer noch ein Zewa, lege es flach rauf, drücke es an, um halt überschüssige Stencil-Flüssigkeit von dem Tattoo zu nehmen. Das funktioniert ganz gut. Das Stencil hält auch sehr lange, also ist wirklich gut, muss man sagen. Das ist einfach so. Dann haben wir die Tattoo-Butter. Die Tattoo-Butter, ja, die riecht nach... Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, was, wonach es riecht. Hier ist auch Kokosnussöl drin, aber es riecht nicht so. Nach Kokos riecht es nicht. Also es ist kein unangenehmer Geruch. Es ist auch nicht aufdringlich oder so. Also das ist schon in Ordnung. Die Konsistenz ist ja eher weich statt fest. Wenn ihr so arbeitet wie ich, dass ihr die Butter bei euch hier so auf dem Handschuh drauf habt und dauert immer so ein bisschen wegnehmt oder so, dann macht euch nicht ganz so viel auf die Haut drauf. Das Zeug, das wird doch relativ fix flüssig und läuft die Hand runter. Auf dem Tattoo selbst funktioniert sie genauso wie jede andere Butter auch funktioniert. Nicht schlechter, nicht besser. Es ist, ob es die Rötung rausnimmt, dass dieses, ja, ob das nun wirklich so funktioniert, das hat aber nichts mit der Butter zu tun. Das ist einfach so aus meiner Erfahrung heraus. Ich nutze tatsächlich diese Butter einfach immer nur, nicht die, jede Butter nutze ich einfach nur dafür, dass sich die Farbe in meiner Nadel drin behält und dass ich mein Stencil ein bisschen schütze, damit ich anschließend auch sauber das Tattoo wieder etwas sauberer bekomme. Das ist der Grund, warum ich gute Butter nutze. Wenn ich mal eine Pause mache, dann mache ich gute Butter darüber, dann nimmt es vielleicht doch die Rötung ein bisschen raus oder hat einen kühlenden Effekt, wie auch immer. Also dafür könnt ihr sie nutzen, das funktioniert ganz gut. Dann zum Cleansing-Schaum. Dieser Schaum, der schäumt so wahnsinnig doll. Ihr setzt den auf die Haut drauf, ihr versucht den zu verreiben. Also es bleibt immer ein weißer Film übrig. Ihr müsst den Rest nachher mit einem Tuch runternehmen. Aber es reinigt halt das Tattoo, das funktioniert alles. Und es lässt auch das Stencil in Ruhe. Also das Stencil geht davon auch nicht unbedingt weg. Ist halt ein Reinigungsschaum. Kommen wir zum Miracle-Öl. In der Bedienungsanleitung steht, glaube ich, drin, dass man das auch während des Tätowierens einfach mal mit drauf macht oder in kurzen Pausen oder. Das soll eigentlich sofort die Rötung rausnehmen und irgendwie sowas habe ich gelesen. Könnt ihr alles selber nachlesen. Ich verlinke alles unter dem Video. Dann könnt ihr euch das anschauen. In den Inhaltsstoffen steht jede Menge Öl drin. Öl hier, Öl da, Öl überall. Und ich lese hier was von Mandelöl, von Olivenöl, von Kernelöl und so weiter. Also das liest sich hier alles sehr ölig. Dafür ist es ja auch. Ich habe es mir auf die Haut drauf gemacht. Ich mache es ja, mag es nicht so schmierig und so weiter. Wer es schmierig mag, der ist hier mit dem Miracle-Öl bestens bedient. Ist halt Öl. So, und nun haben wir noch diesen Tattoo-Anker. Ein Tattoo-Anker. Das ist auch das Produkt, es ist ein Pflegeprodukt, was auch anschließend genutzt werden soll, nach dem Tattoo zum Abheilen und so weiter. Eine riesenlange Liste Inhaltsstoffe sind hier drin. Ich weiß nicht, ob man bei einem Pflegeprodukt so eine lange Liste an Inhaltsstoffen braucht. Ich möchte mir da auch kein Urteil drüber bilden. Vielleicht muss man das ja auch machen, damit das da reinpasst, was ich nicht mag. Es gibt, im Grunde genommen gibt es nur ein Tattoo Pflegeprodukt, was ich wirklich gut finde, also nach dem Tätowieren, was ich meinen Kunden empfehle und so weiter. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag es nicht, wenn die Hände so schmierig sind. Es muss super schnell einziehen. Es darf nicht an meinen Händen bappen und kleben und so weiter. Ich möchte mein Tattoo einreiben und dann muss es auch weg sein aus meinen Händen. Das habe ich hier nicht. Es steht da zwar, dass das ultra schnell einziehend ist. Ich habe auch keinen Vergleich. Ich habe nur einen Vergleich bei einem Tattoo-Pflegeprodukt, wo es schnell einzieht, weil was anderes nutze ich einfach nicht. Es ist wie eine Creme wie eine Panthenol-Creme oder so. Man cremt sich ein
Und dementsprechend fällt es sich auch. Liegt vielleicht auch daran, dass hier nämlich Panthenol mit drin ist. Wie die Abheilung ist, wenn ihr dieses Produkt nutzt, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich einfach nicht, weil ich habe es ja niemandem mitgegeben. Ich habe auch aktuell kein Tattoo, wo ich das hätte ausprobieren können. Ich habe mich selbst damit einfach nur eingecremt. Ich habe auch Kunden damit losgeschickt. Die habe ich damit eingecremt, dann in Frischhaltefolie und habe sie losgeschickt. Ich würde sagen, probiert es einfach aus, wenn euch der Preis nicht zu hoch ist. Der Preis ist ganz schön hoch, also für solch kleinen Flaschen. Bei diesen Stencil-Flüssigkeit kann ich das gut verstehen, weil es ist, glaube ich, super ergiebig und weil ihr wirklich nur einen Hauch braucht und das Stencil hält wirklich gut. Dann diesen Cleansing-Schaum, ja, weiß ich nicht. Wir haben hier 50 Milliliter und dafür ist der Preis schon echt heftig. Aber da will ich mir kein Urteil drüber erlauben. Cheyenne ist eine Firma mit einem guten Namen. Sie bauen wunderbare Tattoo-Maschinen und ja, versuchen jetzt irgendwie in Pflege reinzugehen. Ob das gelingt, werden wir abwarten. Die Tattoo-Butter, ja, ist ja preislich so wie fast alle Tattoo-Butters. Und ja, im Endeffekt entscheidet ihr selbst, ob ihr es nutzen wollt oder nicht. Nach der Frage mit dem Tattoo-Finish wurde ich noch verwiesen auf die Internetseite. Dort, die verlinke ich euch auch unten. Dort gibt es nochmal so einen Richtfaden, wie ihr eure Kunden einpackt und wie ihr sie losschickt. Ich bin der Meinung, da hat Cheyenne dem Tätowierer keinen Gefallen getan, weil da steht auch die Pflege mit Pflastern. Diese Tattoo-Pflaster, die jeder kennt, 3 Tage drauf lassen. Und für mich gibt es aktuell einfach nichts Besseres, weil man einfach den Kunden die Möglichkeit wegnimmt, die ersten 3 Tage irgendwas damit zu machen, was nicht gut ist. Und deswegen finde ich diesen Pflaster ganz gut. Und er ist halt auch geschützt. Hier habe ich dann Aussagen bekommen, wie wenn man den Pflaster nicht richtig anwendet, dann ist das alles nicht gut und so weiter. Klar, kann ich alles nachvollziehen. Aber ich denke, verantwortungsvolle Tätowierer oder Tattoo-Studios, die wissen, wie man mit so einem Pflaster umgeht und vor allem auch, was man vorher macht, bevor man den Pflaster raufklebt. Da gehe ich einfach mal davon aus. Aber da steht halt auch drin, dass nach 24 Stunden sollen die Kunden wieder ins Tattoo-Studio gehen, sollen den Pflaster wechseln lassen und all solche Sachen. Also das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen weit hergeholt. Ich möchte nicht alle 24 Stunden einen Kunde hier stehen haben und wechseln mir mal den Pflaster oder so. Das finde ich nicht gut und ich finde auch die Aussage nicht gut. Und wenn das hier von, es steht ja hier auch, dass es mit einem Medizinexperten zusammengebaut wurde. Wenn er sich da mit der Tattoo-Pflege ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann wird er wahrscheinlich auch wissen, wie dieser Pflaster anzuwenden ist. Zumal das ja auch bei den meisten Pflasterherstellern und da steht es ja, wie man es anwendet. Und dieser Pflaster ist ja auch nicht neu. Den gab es schon, bevor er bei den Tätowierern angekommen ist. Wir haben den damals schon genutzt. Der kam dann aus dem Krankenhaus und hieß Suprasorb F. Den haben wir auf einmal alle benutzt. Einige Online-Shops haben den auch noch im Angebot. Und irgendwann sind natürlich alle nachgezogen und haben diesen Pflaster hergestellt. Der wird nicht alle 24 Stunden abgemacht und wieder neu raufgemacht. Erstmal ist das teuer, wenn man das machen möchte. Und es fühlt ja überhaupt nicht den Sinn und den Zweck dieses Pflasters. Also finde ich diese Aussage auf der Website finde ich ein bisschen schwierig, ja. Das würde ich vielleicht nochmal überarbeiten. Was halte ich persönlich davon? Ich muss sagen, ich wollte wirklich ein positives Video davon machen. Sind auch in meinen Nachrichten, in dieser Korrespondenz mit Cheyenne, sind natürlich auch Worte gefallen wie, ihr macht es mir wirklich schwierig, etwas Positives zu sehen. Weil ich bin ja auch nur ein stinknormaler Kunde. Und wenn ein Kunde eine Frage hat, zum Beispiel, er fragt halt zu irgendwelchen Inhaltsstoffen. Die Leute, die sind immer empfindlicher mit allem drum und dran und man hat eine Frage zu einem Inhaltsstoff und man bekommt irgendwelche Marketingtexte, dann ist das irreführend, dann ist das überhaupt nicht gut. Dann sollte man einfach mit dem Kunden sprechen und ihm sagen, hey, pass auf, das und das und so weiter. Dass man sich irgendwie aufgehoben fühlt, das wäre doch mal was Tolles. Und nicht einfach Produkte, ich will jetzt nicht einfach nur von Cheyenne
reden. Das ist einfach bei sehr vielen Produkten ist das so. Da wird irgendwas in den Markt geschmissen, dann wird es verkauft und wenn man irgendwelche Fragen hat, dann kriegt man Antworten wie andere Tätowierer feiern das, andere Tätowierer finden das toll und du hast keine Ahnung. Und das sind keine Aussagen. Und so spricht man auch nicht mit Kunden. Der Markt wird überschwemmt. Es ist nicht die eine Butter, nur die gibt es. Es gibt keine Ahnung, es gibt bestimmt 20, 30, 40 verschiedene Butter, die es gibt. Und da muss man sich einfach mal ein bisschen abheben von der Masse. Und dann kann man nicht einfach nur sagen, ja, 20 Tätowierer finden es toll und du bist doof. Das funktioniert nicht mehr. Da muss man einfach mit den Kunden sprechen. Wenn ich hier stehe und ich habe dieses Produkt rausgebracht, also nicht das hier, aber ich würde eine Tattoo-Butter rausbringen, da muss ich mich damit identifizieren, da muss ich dahinter stehen, da muss ich sagen können, was ist da drin, warum ist diese Butter so toll? Da muss man dafür mal so ein bisschen brennen, dann muss man sich vielleicht, keine Ahnung, im Home-Shopping-Kanal mal ein paar Inspirationen holen, wie die Leute das machen, dass man wirklich mal sagt, hey, das Zeug, das sorgt dafür, dass deine Rötung da rausgeht und das Zeug sorgt dafür, dass dein Tattoo strahlend abheilt und so weiter und nicht einfach nur immer Texte, die alle dasselbe sagen, ja, zieht wunderbar, super schnell ein und ist toll und toll und toll. Das ist es meistens gar nicht. Das war jetzt nur noch mal was am Rande, falls hier irgendwelche Leute zuschauen. Ich bin gerne bereit, Produkte entgegenzunehmen und ich schaue mir diese Produkte auch gerne an und wenn ich ein paar Rückfragen habe, dann möchte ich einfach vernünftige Antworten haben, weil ich frage im Namen des Kunden. Nur deshalb frage ich. Und wenn ich dann frage, hey, warum habt ihr da irgendwelchen Alkohol drin, dann nützt mir eine Antwort wie, ja, aber die machen das so und so, ist auch nicht viel besser. Das hilft mir nicht weiter. So würde ich die Produkte empfehlen. Ich finde die Stencil-Flüssigkeit, wenn man sich damit ein bisschen abfindet, dass sie sehr flüssig ist, kann ich empfehlen, funktioniert wunderprächtig. Dieses Cleansing-Gel, ja, weiß ich nicht. Die Tattoo-Butter ist so gut wie jede andere Tattoo-Butter auch. Mit der Pflege, weiß ich nicht. Ich finde einfach, hier fehlt, vielleicht machen sie es ja auch noch, hier fehlt Cheyenne eigene Pflaster, wäre vielleicht eine Idee. Und auf jeden Fall einen Tattoo-Finish. Einen Tattoo-Finish, der die Haut trocken macht und bereit macht. Vielleicht auch gleich ein bisschen desinfiziert und so weiter, dass man diesen Pflaster da drauf machen kann und das dort nicht irgendein Keimherd drunter entsteht, sondern die Pflaster sind toll. So, und ich werde sie auch weiter nutzen. Aber wenn ich, das fehlt ja einfach in diesem Sortiment. Es ist ja frisch auf dem Markt, vielleicht wird das alles noch nachgeliefert und so weiter. Dann könnte da sicherlich was draus werden. Und wo ihr die Produkte bekommt, das verlinke ich euch alles unter dem Video und sage hiermit, wie immer, macht's gut und bleibt gesund.